Wir kommen im historischen Bosehaus gegenüber der Thomaskirche in Leipzig bei einem Gespräch von Freunden, Bach-Freunde. Darf ich vorstellen, Christoph Wolf, Professor für Musikwissenschaft, Harvard University, Direktor vom Bach-Archiv, wo wir hier sind. Willkommen. Martin Petzold, Pfarrer der Thomaskirche, Professor für Theologie am Leipziger Universität und Vorsitzender des neuen Bach-Gesellschaft. Willkommen. Und Peter Wolny, Leiter des Forschungsabteilung des Bach-Archivs Leipzig. Willkommen auch. Und ich selber, Tom Korpen, Leiter des Amsterdamer Barockorchester und Chor. Wir sind hier in dieses schöne Gebäude, was auch Bach gekannt hat, wo Bach und seine Frau Anna Magdalena Paten waren für Kinder von die Familie von Georg Heinrich Bose. Und wir reden hier über die Matthäus-Passion, einer der wichtigsten Werke von der Musikgeschichte. Und man wundert sich manchmal, wenn es kein Mendelssohn-Aufführung gegeben hätte von der Matthäus-Passion, was war passiert mit Johann Sebastian Bach und vor allem, was war passiert mit der Matthäus-Passion? Habt ihr eigentlich eine Idee darüber? Waren wir hier gewesen oder nicht? Ich hoffe doch sehr. Aber so ganz sicher ist es nicht. Denn wenn der Paukenschlag von der Aufführung der Matthäus-Passion nicht gewesen wäre, in Gegenwart des preußischen Königs und dirigiert von dem 19-jährigen Felix Mendelssohn, Bartholdy, die Verbindung von Jugend mit der Vergangenheit, dem damals zweifellos begabtesten europäischen Musiker mit Johann Sebastian Bach, das war eine einmalige Chance, die sich ausgewirkt hat. Ich glaube nicht, dass die Matthäus-Passion in Vergessenheit geraten wäre, aber sie wäre wahrscheinlich sehr viel später ins Bewusstsein eingedrungen. Und ich glaube, diesem Ereignis von 1829 haben wir sehr viel zu verdanken. Ja. Und Mendelssohn hatte schon lange Zeit diese Partitur zu Hause, ja? Für ihn schon ein Reliquie, wo er das aufgeführt hatte. Aber wie war es in Leipzig überhaupt? Man hat natürlich immer Passionen aufgeführt, am Karfreitag, vor Bach schon, aber in Bachzeit, wir wissen, dass er Nekrologe hat 5 Passionen geschrieben. Was kann man darüber sagen? Ich meine, wir haben 2. Und von einer, der Matthäus, wissen wir, dass es 2 Fassungen gab. Wie war es weiter und wann vor allem hat Bach eine dieser Doppelchöre, Matthäus, zum ersten Mal aufgeführt? Nun, wir wissen ja heute, dass die Matthäus-Passion in einer ersten Fassung 1727 aufgeführt worden ist. Die ganzen Passionsaufführungen gehen zurück auf liturgische Passionsdarbietungen, die sich im Lauf der Zeit verändert haben, eben im Sinne einer solchen oratorischen Passion. Noch zur Bachzeit hat es hier in Leipzig die liturgischen Passionen am Karfreitag früh gegeben, auch am Palmsonntag, also dem ersten Tag der Karwoche. Das kannte man und man kannte landesweit auch die Möglichkeit, solche liturgischen Passionen mit Chorälen der Gemeinde oder auch der Chöre zu vervollständigen. Es ist jetzt hier nicht der Ort, die Dinge zu vervollständigen, wie das dazu gekommen ist, aber es gibt deutliche Bezüge, die zwischen beiden Formen auch herzustellen sind und ich denke, bis in Bachs Matthäus-Passion hinein sind auch Traditionen aufgenommen worden, die von dieser liturgischen Passion hin zur oratorischen Passion ganz deutlich verlaufen. Und es wurde aufgeführt in der Frühe. Wie früh war das? Die liturgische Passion, ja. Im Frühgottesdienst, 7 Uhr. Eigentlich begann in der Woche der Frühgottesdienst ja 6 Uhr. Mhm. Aber am Karfreitag war es 7 Uhr, wie sonntags. Und dann gab es eine Mittagspredigt, die an den Sonntagen nur stattfand, zwischen Thomas und Nikolai wechselnd, und eben einen Vespergottesdienst, der dann der Karfreitagsvespergottesdienst seine besondere Bewandtnis für die Bachschen Passionen gewann. Und dann in 2 Teile auch aufgeführt worden, so mit der Predigt in der Mitte. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, Martin, dass die Passionsaufführung in der neu geschaffenen Karfreitagsvesper, so eine Art musikalischer Gottesdienst doch damals war, denn die Musik bildete den Hauptteil, neben der natürlich einstündigen Predigt, aber im Unterschied zu dem normalen Gottesdienst hat das Gewicht der Musik gerade an dem Passionsvesper-Gottesdienst etwas ganz Besonderes. Gewiss, vielleicht noch mehr.
man kannte ja damals womöglich noch nicht die Form eines musikalischen Gottesdienstes. Nee, nee, nee. Aber die Karfreitagspredigt, Vesperpredigt, war ein neu gegründeter Gottesdienst, der auch subventioniert werden musste. Und er hatte noch keine feste liturgische Verankerung. Und das machte ihn zu der Möglichkeit, wir würden heute sagen, dass jemand wie Bach experimentierte, ja, ja, dass er diese Gelegenheit wahrnahm. Und das erklärt manches über die Ausdehnung dieses Werkes. Ja, weil ja, ja. 2,5 Stunden. Bach hatte Spielraum. Richtig. Und, ja. Und ich glaube, man muss auch darauf hinweisen, dass die Musik Bachs zwar in vielfältigen Traditionen steht zum 17. Jahrhundert, aber dass es gerade für diese Art von Passionsmusik kaum Vorbilder gibt und dass es speziell in Leipzig auch eine völlig neue Institution war, diese ja. Den ganzen Nachmittag überspannenden Aufführungen. Also wir wissen ja, dass Johann Kuhnau 1721 zum ersten Mal etwas gemacht hat in der Art. Aber das Stück, soweit wir das noch kennen, aus den wenigen Notenbeispielen, die bei Schering abgedruckt sind, die Partitur selbst ist ja verloren gegangen im Zweiten Weltkrieg. Es muss ein ganz bescheidenes Werk gewesen sein, ganz bescheidene Ausmaße. Und mit der Johannespassion zuerst ausprobiert in 2 Fassungen und dann umso gewichtiger mit der Matthäuspassion 1727 hat Bach also wirklich etwas völlig Neues, auch an musikalischer Gattung, etabliert in Leipzig. Und glaubst du auch, dass der Text, die Picander geschrieben hat für Matthäus, dass Bach brauchte Erlaubnis, das zu benutzen, oder er war frei genug, selber zu wählen? Wir haben hier in Leipzig keinen Nachweis darüber, dass er hat Texte gleichsam legitimieren lassen müssen. Ich gehe persönlich davon aus, er hat eine theologische Prüfung ablegen müssen. Und es ist uns heute einigermaßen deutlich, dass das eine echte Prüfung war, die unter Beweis stellen sollte, ob er in der Lage ist, Texte, die ja an der Grenze zur Öffentlichkeit faktisch standen, man beeinflusste Frömmigkeit und Haltungen von Menschen, dass also man unterstellen konnte, dass er diese Verantwortlichkeit sachgerecht wahrnehmen konnte. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Element, dass er einen solchen Dichter wie Picander offenbar nicht einfach frei laufen lässt, sondern wir wissen ja heute, dass er ihm Vorlagen genannt bzw. empfohlen hat, eben jene Predigten von Heinrich Müller. Und Picander war natürlich ein gutes Beispiel für ihn, weil Picander war willig auch zu tun, was gefragt würde. Ja, das war sicher Gottschalk. Also er hat von Picander den Nachweis gekannt, dass Picander in der Lage ist, mit seinem poetischen Vermögen, aber auch in der Art und Weise, wie er theologische Gegenstände anfasste, die Dinge sachgerecht zur Darstellung zu bringen. Das wusste Bach und deshalb war es, denke ich, möglich, so ein Werk wie die Matthäuspassion ihm anzuvertrauen. Ja. Und wenn man denkt in der Thomaskirche, gerade heute ist eine andere Kirche schön restauriert worden, aber hat doch irgendwo noch drinnen viel von 19. Jahrhundert behalten, schon vom einen Teil. Die Orgel ist aus der Zeit, dem Chorraum ist ganz anders formuliert. Wenn man denkt in Bachzeit, heute redet man immer über Stereophonie und breit auseinanderstellende Orchester und Chöre. Könnte Bach überhaupt das tun? Hätte er Raum dafür gehabt? Ja, ich denke, dass man an der Matthäuspassion ziemlich genau zeigen kann, dass er dieses Werk für die Thomaskirche komponiert hat. Die ist, soweit wir wissen, nie in der Nikolaikirche, der anderen größeren Leipziger Kirche, aufgeführt worden. In der Thomaskirche war die Doppelemporenanlage. Er hat die Zweikörigkeit und die Doppelorchesterbesetzung in der Thomaskirche den Räumlichkeiten angepasst, sodass diese Stereophonie sehr klar wurde. Und dann der dritte Chor, der im Eingangschor das Kirchenlied O Lamm Gottes unschuldig bringt, gibt nochmal eine neue Dimension. Denn diese liturgische Melodie erklingt von der Altarseite her und dieser Dialog, der sich über den weiten Kirchenraum spannt, ist auch etwas absolut Einmaliges, für das es in der Zeit überhaupt keine Parallele gibt. Aber wie groß muss man sich das vorstellen, Chororchester? Es ist eine große Diskussion im Moment. Und wir wissen alle ein bisschen, wie wir dazu stehen. Aber vielleicht ist es doch interessant, etwas darüber zu hören. Es war sicher kein Sinfonieorchester. Aber war es wirklich nur Solisten oder war es doch eine kleine Gruppe, Chor, ein kleines Orchester?
Also ich würde sagen, man muss auf jeden Fall zunächst einmal von dem Normalfall ausgehen, wo bei Bach die Instrumentalgruppe und die Vokalgruppe etwa gleich stark waren. Und wenn wir die Angaben, die von Bach selber stammen, wörtlich nehmen, dann war sein Ideal ein vierstimmiger Chor, der mit drei oder vier Stimmen pro Stimmlage besetzt wurde. Das bedeutet also einen Chor von 12 bis 16. Und bei der Matthäus-Passion müssen wir das verdoppeln. Und im Orchester mit den Sonderinstrumenten haben wir sogar noch mehr. Also wir haben sicher ein Orchester mit jeweils mindestens 20 Spielern in den beiden Orchestern. Und das gibt dann einen Aufführungsapparat von sicher 50 bis 60. Das ist aber ein Ausnahmefall. Ja, weil das wäre ein Riesenapparat für die damalige Zeit. Ne? Kann man das voraussetzen, dass im Orchester so viele Personen beteiligt waren, wo doch die Stadtpfeife und die Kunstgeiger eigentlich jedes Instrument beherrschen mussten und auch in der Lage waren, die Instrumente zu wechseln, je nach Bedarf? Ich weiß das nicht. Wenn man die Streicherbesetzung sich anschaut, dann sind mindestens alle Pulte doppelt besetzt. Ach so. Also das ist auf jeden Fall, klar. Und dann muss man nur die Bläser zusammenziehen. Die spielen ja teilweise wirklich parallel. Also die Flötisten konnten nicht zur Oboe greifen, sondern die mussten zusammenspielen. Da braucht man also in jedem Chor zwei Flöten und in jedem Chor zwei Oboen. Das addiert sich sehr schnell zu einem ziemlich großen Apparat, verhältnismäßig groß. Es sind ja auch nicht allein die Kunstgeiger und Stadtpfeifer, die da teilgenommen haben, sondern bei so einer Aufführung natürlich auch alles an Studenten, was verfügbar war, wurde halt zusammengetrommelt. Wir wissen das ja, dass da extra Zahlungen dann stattgefunden haben. Also da hat man schon alles mobilisiert, was machbar war. Und der Stadt war sicher auch stolz, so eine Gottesdienst, könnte man sich denken. Ne? Und wenn man denkt, dass dann so Sonderinstrumente wie Viola da Gamba oder Laute erscheinen, man muss eigentlich davon ausgehen, dass die Laute die ganze Zeit mitgespielt hat. Die Continuo-Gruppe praktisch bedient, nicht erst also gegen Schluss erscheint und dann erstmal stimmen muss und dann wird das Solo gespielt. Der Apparat war verhältnismäßig groß. Also für die Bachzeit wahrscheinlich enorm. Die Leute haben noch nie so etwas gehört. Ja, das muss man sich sagen. Das ist für uns heute, wenn wir Mahler Symphonie der 1000 oder so anhören, das ist gar keine Besonderheit, wenn eine Bachsche Passion mit großer Besetzung aufgeführt wird. Aber das Problem für uns ist, dass die monumentale Gewalt der Matthäus-Passion in der kleinen Barockbesetzung, die wir heute bevorzugen, nicht so vorhanden ist, wie wenn Wilhelm Mengelberg mit 200, 300 Leuten die Passion aufführt. Ja. Das ist ein Dilemma. Aber es ist auch kurios zu sehen, dass wenn Mendelssohn das zum ersten Mal macht, und wir reden dann nur authentisch, aber mit Klavier in der Mitte und Klarinetten, keine da Caccias, dann war es auch ein kleines Apparat. Im Chor und Orchester war, das war auch nicht riesig, das war zu Hause gemacht. Und dann jedes Mal, wenn es wieder aufgeführt wird, irgendwo in einem Festival, wird es größer, größer, größer. Und man kommt bald nach 10, 15 Jahren bis Besetzungen, wo man plötzlich einen Chor von 200, 250 Leuten hat. Und damit auch, finde ich, verliert so ein Stück. Es hat viel Gewalt, aber es verliert alle Möglichkeiten von polyphonisch zuhören. Ja. Und ich glaube, das ist doch auch eine große Wichtigkeit bei dieser Musik. So irgendwo eine gute Balance zu finden zwischen nicht zu groß und nicht zu klein. Ja. Also ich glaube schon, dass die Tatsache, dass Mendelssohn die erste Aufführung in einem Konzertsaal gemacht hat, dass das dazu geführt hat, die Matthäus-Passion als ein christliches und später sogar als ein im Wesentlichen religiöses Kunstwerk zu verstehen. Nicht mehr so sehr liturgisch, sondern ein Kunstwerk, das alle religiösen Aspekte irgendwo anspricht. Und ich erfahre das, wenn ich mit meinen Studenten in Harvard die Matthäus-Passion oder vergleichbare Werke bespreche. Da habe ich Protestanten, Katholiken, Juden, Muslime, Buddhisten,
im Hörsaal und die sind alle gleichermaßen gepackt von der religiösen tiefen Empfindung, die aus diesem Kunstwerk doch spricht. Ja. Kann man erklären eigentlich, warum Bach so eine schöne Edition gemacht hat, wie wir da haben, wirklich wunderschön geschrieben, mit die Bibelwörter nochmal in andere Farbe, sich so viel Mühe gegeben hat. Hat das einen Grund gehabt? Wollte er das vielleicht einer schenken? War es für ihn ein Hauptwerk, was er selber auch so verstanden hat? Es war sicherlich eins seiner Hauptwerke, er muss es so gesehen haben. Ein solch großes Stück jemals gedruckt zu sehen, wäre wahrscheinlich im 18. Jahrhundert völlig ausgeschlossen gewesen. Trotzdem hat Bach natürlich die Werke, auf die es ihm selbst ankam, mit denen er sich vielleicht definiert hat, also doch schon dafür gesorgt, dass die in ansprechender Form, in gültiger Form schriftlich niedergelegt sind. Und sowas stellt die Reinschrift der Matthäus-Passion zweifellos dar. Ich glaube auch, dass er die Reinschrift der Matthäus-Passion als ein wirkliches Dokument auch seiner Kunst betrachtet hat. Man kann ja sehen, dass er am Anfang, da ist ihm offenbar ein Tintenfass umgekippt, da hat er das repariert. Da hat er diese Stücke angeklebt und dann neu beschrieben. Er hat also ganz großen Wert darauf gelegt, dass diese Partitur nicht in ihrem Schönschrift- und Dokumentencharakter beeinträchtigt wurde. Und weiß man etwas über die Geschichte von der Matthäus-Passion nach dem Tode von Bach? Ist es, ich weiß, Graf Immanuel Bach hat Teile davon benutzt in seiner Matthäus-Passion, aber weiß man überhaupt, ob die Nachfolger von Bach überhaupt noch mal wieder die Matthäus-Passion aufgeführt haben? Ist etwas bekannt darüber? Da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Ist sehr wenig bekannt. Auffällig ist, dass der Berliner Musiktheoretiker Friedrich Wilhelm Marpurg in den 1750er Jahren den Eingangschor ganz genau beschreibt und das dialogische Prinzip beschreibt und auch die Textworte wiedergibt. Wir wissen jetzt nicht, hat er die Partitur eingesehen oder hat er das Stück vielleicht mal gehört? Hier ist so ein Fall, wo man einhaken könnte. Und das Zweite ist, dass gleichfalls wieder ein Berliner Musiker, Johann Friedrich Hering, um 1770 vielleicht, sich die Partitur abgeschrieben hat und gleichzeitig auch noch mit allen Originalstimmen verglichen hat. Also ganz genau eine Abschrift angelegt, die auch für praktische Zwecke hätte benutzt werden können. Vielleicht stand hier im Hintergrund zumindest der Plan einer Wiederaufführung. Das wäre dann 50 Jahre vor Mendelssohn gewesen. Wir wissen natürlich nicht, ob das jemals zustande gekommen ist, aber Ansätze hat es vielleicht gegeben. Ja, ich muss sagen, dass mir die Matthäus-Passion wie kein anderes Bachsches Werk immer ganz besonders unter die Haut geht. Und ich frage mich, woher das kommt. Die beste Erklärung, die ich dafür finde, ist, dass in diesem Werk wie in keinem anderen Bach ganz unglaublich differenziert in seiner Tonsprache. Es gibt ganz große Formen, es gibt ganz kleine Formen. Wir haben dramatische Rezitative, wir haben verschiedenartige Rezitative. Wenn Christus spricht, wird seine Sprache überhöht durch eine Streicherbegleitung. Wir haben ganz rasch vorlaufende Stücke, dann haben wir verhaltene Dinge, also etwa so eine Passage wie »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen« in Astur ist ein musikalischer Satz und eine theologische Aussage, wo einfach Inhalt und Form perfekt übereinander gebracht wird. Und hinzu kommen dann noch die Choräle mit den verschiedenen Melodien, verschiedene Harmonisierungen und das Klangfarbenspiel von den verschiedenen Instrumentalkombinationen, ob es nun tiefe Oboen sind mit hohen Flöten und Blockflöten auf einmal, eine Viola da Gamba, alles um die Tiefen und Höhen der emotionalen Erfahrung doch zu unterstreichen. Also man findet das in dieser Häufung, in dieser Tiefe und in dieser Vielfalt nirgendwo anders.
Die große Kunst, die Bach geleistet hat in diesem Werk, besteht darin, glaube ich, dass er eben Musik geliefert hat oder einen Stil gefunden hat, der völlig neuartig ist, der so in den Kantaten und in den anderen großen Werken nicht vorkommt. Vieles davon ist vielleicht auch im Text vorgebildet durch die Entscheidung, die Arien nicht direkt auf die Evangelistenworte treffen zu lassen, sondern vorzubereiten. Ich denke auch, dass er in den Choralsätzen eine ganz eigene, neuartige Tonsprache gefunden hat. All dies sind so Dinge, über die ich jetzt heutzutage nachdenke, wenn ich das Stück höre. Und mir geht es auch immer so, dass die 3,5 Stunden eigentlich vorbeigehen, ohne dass ich jemals mir bewusst geworden bin, dass ich auf einer harten Kirchenbank sitze. Und ich denke, das muss man schon der Bachschen Musik zuschreiben, dass dieses vermag, jemanden so zu fesseln, dass er alles, was außen um ihn rum ist, vergisst für diese Zeit. Ja, für mich ist eigentlich, ich habe schon alles gesagt. Ich war als Knabe, habe ich im Knabenchor gesungen. Ich habe eigentlich fast alles getan in der Matthäus-Passion. Ich habe nur nie im großen Chor gesungen und ich habe nie außerhalb Cembalo oder Orgel andere Orchesterstimmen gespielt. Aber als Knabe dürften wir dem Anfangschor, dem Choral vor dem Schlusschor der erste Teil und dem Schlusschor der erste Teil singen. Und es war, wir waren damals mit 70 Knaben, das war eine Riesenbesetzung in Zwolle. Und die größte Arbeit war damals, die Knaben ruhig zu halten. So, nachdem gesungen würde, würde sofort geschlagen, fast, weil das war zu lärmig bei uns. Und es waren nur ein paar Leute, wovon man wusste, die lieben das sehr, die dürften bleiben. So, nach der Pause saßen wir zu 2, zu 3 auf dieser Riesenempore und hörten die Musik, sehr nah zu allen Musizierenden. Und schon an diesem Moment war es für mich erstaunlich zu sehen, wie viel Emotion das brachte. Nicht nur bei den Musikern, bei den Sängern, aber auch im Publikum. Es war hochinteressant und atembenehmend zu sehen, wie stark die Musik ankam. Und wie alt war ich? 8, 9 Jahre. Mein Vater hat sogar der Pfarrer gefragt, darf man als katholischer Junge in einer protestantischen Kirche da singen? Und er hat gesagt, es geht alles über der gute Gott so, es ist alles erlaubt. Und ich dürfte. Aber das war wirklich ein Grunderlebnis. Ich hatte einen Klavierauszug bekommen und mir wurde gesagt von einer Dame im Chor, achtung mal auf das, du musst mal darauf achten. Und wenn dann zum ersten Mal in der Hochschule die Johannespassion aufgeführt würde, nicht die Matthäuspassion, saß ich am Cembalo und habe mitgespielt, aber ich habe auch mit Chor die Chorproben mitgesungen aus Tenor. Und dann plötzlich sah man, mein Gott, man kann Bachs Musik auf viele Ebenen genießen. Man kann sagen, das ist eine wunderschöne Melodie, aber wenn man sieht, wie das alles passiert, vor allem wenn man das singt als Tenor oder wenn man das spielt als Bratschenspieler, dann plötzlich sieht man, welche Genialität da ist. Und dann kommt der Moment, wo ich dasselbe zum ersten Mal gemacht habe und dann hat ein befreundeter Kritiker hat zu mir gesagt, du hast du schön gemacht, aber die Choräle bei dir, man kann sehen, du bist nicht erzogen in eine protestantische Umgebung, weil die machst du zu schnell und ich fand das natürlich nicht zu schnell. Aber es ist kurios, nach vielen Mal das gemacht zu haben, ich glaube das war 85 oder so, der gleiche Mann kam zu mir und sagte, nun, das Interessante, was ich finde, ist, plötzlich höre ich bei dir, dass die Choräle erzählen dich etwas. Plötzlich sind die Choräle für mich, die passen im Gesamtwerk. Und ich finde immer als Dirigent, als Leiter von einer Gruppe, ist es ungeheuer wichtig, bei so vielen Stücken, mit so vielen Qualitäten, so ungeheuer genial, aber so viele Sprachen, musikalische Sprachen da, so viele Intentionen, das zusammenzubringen zu einem Kunstwerk, wo man auch denkt, ja, vielleicht hat Bach so gedacht. Man ist nie sicher, man weiß nie, ob man Bach aufführen kann, wie er das gemacht hat. Er war genialer wie wir. Aber man versucht ihn jedenfalls zu verstehen. Und immer wieder, jedes Jahr, wenn man das mal wieder macht, sieht man andere Sachen, die man nie gesehen hat. Und man wundert sich, wie lange das noch dauern wird, dass immer wieder neue Neuigkeiten kommen. Und bei so einem genialen Mensch fühlt man sich als Dirigent schlecht, wenn groß auf der Plakate dein Name steht und kleiner Bach. Und am Ende, ich erinnere mich zum ersten Mal im Konzertgebäude in Amsterdam, das zu dirigieren, das war am Palmsonntag, morgen, dann Christus war gestorben und die Sonne kam durch. Warum weiß ich nicht, aber ich erinnere mich dieses Bild noch immer als ungeheuer.